Vorab, ich bin ein großer Star Wars Fan, habe als Kind unzählige Bücher und Comics gelesen, bin also quasi mit Star Wars groß geworden. Gestern Abend war es dann soweit. Ich habe mir Star Wars 8 gegeben und es ist auf keinen Fall ein schlechter Film, aber er ist eben auch nicht wirklich gut. Achtung, Spoilers ahead. Es ist nicht der Disney-Touch an sich. Die Pinguine sind okay. Sogar der unglaublich billige Comic-Relief ist irgendwie okay. Auch der unendliche Exposition-Dialog ist okay. Die Charaktere sagen, was sie sind und wie sie sich fühlen. Alles wird zweimal erklärt. Es ist zwar einfach schlecht, wenn Snoke erzählt, wie er die Verbindung zwischen Rey und Kylo erschaffen hat, anstatt irgendwas in der Richtung zu zeigen. Oder wenn Rose erklärt, warum das Casino dann doch kein toller Ort ist. Und man mit dem wortwörtlichen Fernglas Detaileinblicke serviert bekommt. Oder wenn über die Commanderin Holdo erzählt wird, wie großartig sie ist, anstatt dass der Zuschauer etwas dergleichen selber entdecken oder beurteilen kann. Oder wenn Rose kurz erklärt, dass die Bomberpilotin ihre Schwester war. Hier hätte der Film viel besser funktioniert, wenn der Zuschauer das selber hätte herausfinden können. Auch über dieses billige Storytelling kann ich noch hinwegsehen. Ich kann auch über die Yin und Yang Amulette für den chinesischen Markt hinwegsehen, in dem Star Wars ja dieses Jahr nach einem schweren Start von The Force Awakens auch endlich eincashen muss. Worüber ich nicht hinwegsehen kann und möchte, ist wie schamlos The Last Jedi recycelt. Bei Star Wars The Force Awakens war es vielleicht noch irgendwo verständlich, dass man erstmal Altbekanntes ausgegraben hat, aber dass die Story auch nach dem zweiten Teil der Trilogie null Eigendynamik entwickelt hat, ist einfach enttäuschend. Ein Bekehrungsversuch im Fahrstuhl, ein Salzhof mit neuen AT-ATs, ein neues Ding irgendwo drin, das ein kleines Team zerstören muss, ein neuer innerer Konflikt des Bösewichtes, ein Overlord, der Heldin zeigt, wie die eigene Flotte untergeht, fast alle Charakterdynamiken sind irgendwie bekannt. Plot-Twists nähren sich oft einfach daraus, dass Erwartungen der Zuschauer aus einem Déjà-vu herausgebrochen werden. Star Wars 8 ist einfach unkreativ, der Plot ist völlig unstringent und ist verzweifelt damit beschäftigt, auf die Nostalgiedrüse zu drücken. Kein neues Setting, keine wirklich neuen Charakterkonstellationen, einfach alte Elemente aufgekocht und lauwarm in einem Plot voller Löcher serviert. Alleine, dass Commanderin Holdo dem rebellischen Piloten Poe nicht kurz erklärt, was der Plan ist, macht gar keinen Sinn. Der Fakt, dass man mit einem Hyperraumsprung durch ein anderes Schiff dieses dann zerstört, zerbricht einmal kurz die ganze innere Logik des Universums. Wenn das so möglich ist, ist die ganze Art der Kampfführung übertrieben unlogisch. Jeder x-beliebige dicke Frachter könnte einfach in einen Sternzerstörer reinfliegen und ciao. Sicherlich wird im Nachhinein irgendeine Erklärung herbeigezogen, aber wenn wir ehrlich sind, wissen wir alle, dass diese heroische Kamikaze-Aktion einfach Bequemlichkeit war. Klar, die Action ist sehr nice. Rey und Finn sind für sich tolle Charaktere, die Kampfszene von Rey und Kylo mit den Wächtern war absolut großes Kino und die neuen Arten, wie die Macht benutzt wird, sind ebenfalls cool. Aber wenn man quasi unendlich Budget hat, warum kann man denn nicht mal in ein solides Skript investieren? Man kann über Star Wars 1 bis 3 sagen, was man will. Die Filme waren anders als die originale Trilogie und haben sich getraut, ein neues Szenario zu entwickeln, einen grundsätzlich anderen Konflikt. Aber diese Trilogie ist einfach eine Neuauflage der ersten, mit moderner Action und ein paar neuen Elementen. Das Star Wars-Universum ist unendlich, es gibt so viele Szenarien, die man hätte angehen können. 100 Jahre nach Teil 6, ein Szenario mit mehreren Sith und Jedis, ein Szenario mit Holocrons, die Möglichkeiten wären endlos. Der hier gewählte Weg ist finanziell sicherer, kalkulierter, einfacher. Das hier ist natürlich nur meine Meinung und vielen Menschen hat der Film sicherlich auch gefallen. Ich als Fan bin aber enttäuscht, dass hier bereits Bekanntes neu aufgewärmt wurde, anstatt einen neuen, mutigeren Weg zu gehen. Möglichkeiten gäbe es ja. Cheers! Hey Leute, schreibt uns doch mal bitte in die Kommentare, was ihr vom neuesten Star Wars Teil haltet. Ansonsten checkt auch unseren Zweitkanal Tubot Guys ab und wir wünschen euch natürlich schöne Feiertage. Haut rein!